Guten Tag. Wie ich das verstanden habe, das ist in deinem Metalhead. Das ist korrekt. Und wie man bei den T-Shirts sehen kann, sind auch Black Metal Fan. Ja, das stimmt ebenfalls. Cool. Dann würde ich gerne wissen für unseren Magazin, was ist überhaupt das Black Metal? Also der Black Metal ist Ende der 90er Jahre entstanden in Norwegen. Der Begriff selber wurde von der englischen Thrash Metal Band Venom erfunden, die ein Album Black Metal genannt haben, nämlich einer der ersten Alben. Okay. In Norwegen und auch in Schweden haben sich dann die ersten Bands gegründet. Zu den ersten Bands und eigentlich der Erfinderband von dem Musikstil kann man auf jeden Fall Bathory nennen, die auch sehr viel Einfluss auf die Szene hatten und sehr viele der nachfolgenden oder nachkommenden Bands sich an Bathory orientiert haben. In textlicher oder lyrischer Form, wie halt auch in spielerischer. Okay. Viele denken, dass Black Metal also satanisch, also antichristlich, Kirchenverbrennungen und viele verbinden Black Metal mit Bad Wickernes, also von Bosum, also mit Kirchenverbrennungen. Also was hat das auf sich? Also, das sind die alten Klischees und Sie haben recht, in Norwegen ist der Name Bad Wickernes wohl bekannt, auch außerhalb der Black-Metal-Szene, weil er durch seine Taten den Mord, den er begangen hat und auch die zahlreichen Kirchen, die er angezündet hat, nun mal auch in der Öffentlichkeit stand. Und ja, das hat den damaligen Geist des Black-Metals, dieser Musikszene oder des Lebensgefühls, wie es auch einige für sich gefunden haben, widerspiegelt. Es war eine Rebellion, eine Jugendrebellion, die sich in einer sehr krassen Ausdrucksweise in aller oder extremen Ausdrucksweise irgendwie manifestiert hat oder ausgeübt hat. Die damaligen Protagonisten oder zu denen halt auch Barkley Kenneth hörte, hatten in ihren Texten satanische, antichristliche, okkulte Inhalte, extreme Themen, die vorher in dieser Form, in dieser lyrischen Form noch nie behandelt worden sind und auch nicht so zum Ausdruck kamen. Und wir haben vieles von diesen Texten auch in ihr wahren Leben übertragen und halt den Hass halt auch gelebt und auch zum Ausdruck gebracht. So, Sie haben gesagt, früher sah es satanisch aus, okkultisch, auch ein bisschen lyrisch, kann man das sagen, oder mehr lyrisch. Also von mir aus mehr lyrisch, also vom Lyrik her. Und wie sieht das jetzt aus? Wie sieht die Szene überhaupt aus? Eine wirkliche Szene gibt es meiner Meinung nach nicht mehr. Sie hat sich aufgespaltet in kleine, lokale, nenne ich es mal, Black-Metal-Freundschafts-Musikkreise, möchte ich es mal nennen, dass es keinen Zusammenhalt mehr gibt wie zu den Anfangstagen. Die Musik selber hat sich auch sehr verändert, wo es bei den ersten Bands meistens um okkulte, satanische, antichristliche Themen oder auch Kriegsthemen ging, wurde die Stilrichtung und auch die textliche Richtung sehr weit ausgebreitet. Dass halt der Black Metal sich auch mit anderen Stilformen wie dem Death Metal oder dem Doom Metal vermischt hat, dass man von den Texten her neuerdings Sachen auch über Themen wie Depression, gesellschaftskritisches, Naturverbundenheit und auch stellenweise politische Themen wiederfindet, dass man auch ganz klar sagen kann, dass seitdem das Internet populär geworden ist, die Szene sich auch sehr gespalten hat, da sie vorher sehr klein war und eine sehr kleine Anhängerschaft hatte und es heutzutage jeder im Netz halt sich die Sachen anhört und auch besorgt und meint, der Szene zugehörig zu sein. Deswegen gibt es eine wirkliche Szene meiner Einschätzung nach nicht mehr.
Okay. Und sozusagen auch deutsche Black Metal-Szene gibt es so nicht, so gesehen. Nach meinen Einschätzungen nicht, wie ich selber in den letzten Jahren bemerkt oder erfahren habe, ist es, dass halt der Zusammenhalt, den es einst gab, dass man auf Konzerten sich in kleiner Anzahl getroffen hat, ausgetauscht hat, dass man Briefkontakt geführt hat, dass das alles nicht mehr da ist, weil heutzutage jeder versucht, der Beste oder Elitärste, um es mal mit einem Szene-Ausdruck zu nennen, zu sein und dahingehend auch durchs Internet, wo in Diskussionsforen sehr viel Streit ausbricht, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl weg ist, Okay. was ich persönlich mit einer Szene verbinde und dahingehend hat die Szene sich aufgesplittert in Okay, kleinere ist klar. Gruppierungen, die lokal angesiedelt sind. Anderes Stichwort. Herr der Ringe. Immortal, Timo Boyer, Gorgoroth und noch die andere Band. Die Frage gestellt hat. Gut, dass Sie es ansprechen. Auch der Fantasy-Aspekt spielte zu den Anfängen des Black Metals eine große Rolle. Herr der Ringe wurde von den damaligen Künstlern viel gelesen und hat auch sehr hohen Anklang gefunden. Und dementsprechend gibt es Bands, die sich halt Pseudonyme aus der Herr der Ringe genommen haben für ihre Bandprojekte. Und ja, thematisch wurde es von vielen Bands behandelt und wird heutzutage noch behandelt. Und der Fantasy-Aspekt ist auch ein sehr bedeutender im Black Metal. Und ja, der Herr der Ringe hat den Black Metal doch auch sehr geprägt, kann man ganz klar sagen. wenn ich mich, sollte ich mich für Black Metal Szene, für Black Metal Musik interessieren, Sie als Experte, welche Bands würden Sie mir empfehlen? Ich würde Sie fragen, aus welchen Musikstilen oder Heavy Metal-Stilen Sie kommen und vielleicht dorthin gehen, gucken, dass man vielleicht Bands sucht, die artverwandt sind. Weil dadurch, dass der Black Metal schon mit jedem Metal-Stil vermischt wurde, würde ich behaupten, dass das einen sehr guten Einstieg geben würde, dass wenn Sie aus dem Doom Metal Bereich kommen, ich eine Black Doom Band empfehlen würde, um damit der Übergang etwas weicher ist und man dahingehend einen guten Einstieg bekommt. Was zeichnet eigentlich die typische Black Metal Musik aus? Black Metal ist die extremste Musikrichtung, die es gibt, und ich denke mal, diese Extreme zeichnet sie aus. Es ist extrem im Gesang vor allen Dingen, der von bernalischem Kreischen bis hin zum Grunzen bis über zum Jammern und Jauchzen geht, aber auch Clean-Gesang beinhalten kann. Die sehr düsteren, teils monotonen Riffs, stellenweise vielleicht auch der sehr rumpelige und gewollt schlechte Sound, das sind alles Merkmale des Black Metals. Und auf jeden Fall die Abwechslung. Da es Bands gibt, da man da man den Musikstil nicht irgendwie sagen kann, dass dieses Instrument, oh, ich bin wieder raus, scheiße. Herr Küss, ich bedanke mich für das Interview, das war sehr unterhaltungsvoll und ich werde es gut umsetzen.